Hallo, liebe Leute, wie ihr seht, ich bin immer noch am Paddeln. Mir ist da was eingefallen von gestern, was ich noch schnell kommentieren wollte, bevor ich es wieder vergesse. Seven vs. Wild, zweite Staffel. Also inzwischen könnt ihr wirklich nur noch kotzen. Als ich das erste Mal gehört habe, dass es im Warmen auf einer Insel oder keine Ahnung, habe ich mir, oh Gott, was ist denn das für eine Herausforderung? Da gibt es Früchte und alles und ach, keine Ahnung. Nee, egal. Der Punkt. Ich weiß nicht, wer sonst mitmacht. Ich habe gestern, ich glaube, es war gestern, gestern oder vorgestern, habe ich gesehen, dass die scheiß Outdoor-Barbie mitmacht. Und da habe ich gedacht, echt? Nein, wieso holt der die denn ins Boot? Ich meine, was hatten die für eine, was hatten die für einen Kontext? Ich meine, die geht in den Wald, macht ein Feuer, postet 10 Selfies und das war's? Ich meine, ach Gott, ich hab mich. Nee, das wird zur kompletten Mainstream-Scheiße. Die erste Staffel war so geil und jetzt machen die so eine Kacke und holen sich da die dämliche Otto-Barbie ins Boot, hä? Nee. Also am Anfang habe ich sie auf Instagram abonniert, weil ich gedacht habe, die ist so wie ich. Und dann habe ich ihre Post gesehen und nach dem dritten Selfie habe ich gesagt, pff, was ist denn das für eine Scheiße? Gerade wieder gelöscht, kein Plan. Nee, und wie gesagt, vorgestern oder gestern habe ich das Video, schon allein wie die das Video gemacht hat, dass sie zusagt. Schaut euch das an. Ich habe mich weggehauen, ich habe mich einfach nur weggehauen. Ach, Entschuldigung, das musste einfach mal raus. Ich verstehe nicht, wie. Ja, ich muss mal, bevor ich noch weiterrede, ich muss mal abchecken. Ich hoffe, dass wenigstens Moisa Huber habe ich noch gesehen, dass er mitmacht. Finde ich sehr geil. Und die anderen Leute muss ich erstmal abchecken, wer noch mitmacht. Ich hoffe, dass die anderen. Ach so, ne, ja, Fritz ist ja sicherlich wieder dabei, ne? Also sind es dann schon 3. Also bleiben nur noch 4. Oh Gott, bitte lass die anderen 4 Leute gescheite Leute sein. Bitte, bitte, bitte. Naja, das wird dann Comedy-Abendprogramm. So, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder keine Ahnung. Ganz liebe Grüße aus Arizona. Bye, bye.